Das mache ich öfter. Hier haben wir nochmal eine Kiste zum Gegentreten. Und haben wir auch wieder jede Menge Zeug. Was ich mir jetzt irgendwann mal angucke. Beziehungsweise ich achte jetzt nicht wirklich drauf, was ich da jetzt alles einsammle in der Regel. So, ich gucke dann meistens später so im Menü so, ne, jo, ne, wir haben da was, wir können wieder was herstellen. Was kommt denn jetzt? Ich sehe nichts und niemanden. Ha. Fehlalarm. Gut. Dann Randwall, wo bist denn du jetzt schon wieder? Ohne Socke. Ja, steht hier irgendwo? Da ist er. Ritter würde gerne etwas bereden, das ihn beunruhigt. Ja, dann mal los. Er würde gerne verstehen, was sein Freund hofft, mit dem Körper des Elfenkönigs zu erreichen. Mehr Macht. Es war eine Methode, stärker zu werden. Es war der Körper eines Monsters, also was soll's? Nee. Es war eine Methode, stärker zu werden. Der Körper war übervoll mit magischer Energie. Ich habe diese aufgenommen, um stärker zu werden. Die Macht des Feindes nehmen und sie gegen ihn einsetzen. Der Ritter versteht diese Strategie und befürwortet sie. Ich habe die Zutaten für deinen Trank gefunden. Ich hoffe, es war die Mühe wert. Der Ritter glaubt, dass sein Freund sehr überrascht sein wird. Komm mit mir. Nein, ich muss mit dir. Nein. Nein, ich gehe. Ich finde es faszinierend. Ich werde hier immer mehr zum Dämon. Alle sehen es. Kaum jemand hat dagegen irgendwelche Einwände. Außer hier die Sibyl oder sowas. Die haben da Einwände. Was habe ich hier für eine... Kann ich dir irgendwie helfen? Nein. Nein, nein, nein. Ich wollte dich nicht ansprechen. Sonst alle... Ja, komm, ne, mach weiter. Hol dir ruhig mehr Macht. Ist gar nicht schlimm. Du wirst uns nur alle auslöschen, aber sonst... Ist nicht schlimm. Ist voll okay. Wenn wir dafür das Böse in der Welt vernichten können und bla... Und alle sind irgendwie auf der Seite des Dämons. So, mit wem soll ich jetzt reden? Mit dir? Ich verdanke dir mein Leben. Das werde ich nie vergessen. Wie bist du auf den... Nein, du kannst so reden mal gut. Nein. Nee. Ach, mit dem Elfenkommandant muss ich reden, stimmt. Ich habe mich um die Barrikade der Todwandler gekümmert, die dich gestört hat. Wirklich? Hervorragend. Jetzt können wir das gesamte Gebiet überwachen. Gut. Bezüglich unserer Möglichkeiten, Karaltas zu betreten. Ich habe immer noch keinen Weg unterhalb der Stadt gefunden. Es gibt ihn irgendwo. Und wir müssen ihn finden. Das ist unsere einzige Chance. Okay, sprechen wir Stadtgrenze? Nein, reden wir über den Verräter. Stimmt ja, wir haben ja Verräter unter uns. Noch weiß ich nicht, wer es ist. Ich sage dir Bescheid, wenn ich mehr habe. Gut, haben wir denn eigentlich mal ein Quest-Journal oder sowas? Warte mal. Das war falsch. Hier. Fähigkeiten, Beute, Ausrüstung, da haben wir Handschuhe und einen Helm. Ja, doch, nehme ich mal. Helm ist mir sowieso egal, kann ich sowieso nicht tragen. Ich kann ja... Stimmt, ich kann ja gar keine Helme mehr tragen durch meine Verwandlung jetzt. Da war ja was. Jetzt habe ich aber immer noch nicht das Eigentliche gefunden. Fähigkeiten, Attribute. Zwei Attribute? Achso, einmal hier nochmal Übersicht über alles, was ich habe. Stufe der Besessenheit 60%. Also 60% bin ich besessen. Ah ja, aber wie soll denn das mal mit 100% werden? Aufgaben. Kapitel 2, Zurückeroberung. Weiter Angriff auf die freien Klingen in Karaltas vor. Niemand bleibt zurück. Finde die Gruppe der freien Klingen, die in Karaltas gefangen sind. Und die legendäre Schmiede in Karaltas. Also es ist alles in Karaltas. Haben wir denn hier noch eine Nebenquest? Oder nee? Ah, okay. Hier habe ich dann die Nebenaufgaben. Hier haben wir Sibyl nicht getröstet. Wir haben nur mit ihr gesprochen. Kriegsvermisster. Ach, da haben wir den Hauptmann nicht Bescheid gesagt. Okay. Zeige Sibyl die örtliche Tierwelt. Kann sein, dass ich das jetzt hier ich hatte ja einmal die Abschutzaufnahme. Also ich habe ja eine Aufnahme gelöscht, mehr oder weniger versehentlich. Kann sein, dass ich das da gemacht habe.
Die Verteidigung des Dorfes. Verteidige die östliche Barrikade. Wir haben die westliche verteidigt. Alles klar. War das jetzt schlimm? Das ist hier, untersuche den Verrat. Okay, das heißt, ich muss jetzt mit jedem hier reden, um hier die Quest hier voranzubringen. Ich gehe jetzt. Gut. Du bist Valen. Ich glaube nicht, dass wir mit unseren normalen Deppen hier reden müssen. Nee, das ist Sibyl. Wir müssen den Verräter finden. Fragt sich nur, wer hier der Verräter ist. Ich habe dir nichts zu sagen. Du willst diesen feigen Elfen folgen? Nö. Das ist deine Entscheidung, nicht die unsere. Jetzt geh. Mhm. Was ist mit dir? Mit dir kann ich gar nicht reden. Okay. Hätte ja sein können, ne? Nee, nee, nee. Das sind alles nicht die Deppen, die ich suche. Mit dir kann ich nochmal reden. Deine Verwandlung scheint immer schneller voranzuschreiten. Du solltest aufpassen. Ich befürchte, dass du die verlorene Menschlichkeit nicht wieder zurückgewinnst. Oh, das ist nicht schlimm. Menschen sind kacke. Hör zu, es ist sehr nett, dass du dich so sorgst, aber ich habe mich nie besser gefühlt. Was kannst du mir über Matras erzählen? Er ist ein äußerst seltsames Wesen. Weißt du, dass er scheinbar schon seit 6000 Jahren lebt? Seit 6000 Jahren? Nein, wirklich? Dass er nur Blödsinn erzählt? Auch wenn ein so langes Leben auf den ersten Blick unglaubwürdig ist, besitzt er ein Wissen über die Geschichte, das es schwer macht, ihm nicht zu glauben. Und seine Erscheinung spricht für sich selbst, wenn ich so direkt sein darf. Es stimmt, dass er etwas reif wirkt. Soweit ich das verstehe, wechselt er regelmäßig den Körper. Sobald der aktuelle anfängt, auseinanderzufallen, holt er sich eine neue Hülle. Aber es ist wirklich faszinierend, dass wir von einer solchen Art des Untoten noch nie gehört haben. Wir wussten nicht, dass es ein Wesen gibt, das seine Seele von einem Körper in den anderen transferieren kann. Bedenke, dass dieses Wissen unsere Vision vom Tod völlig auf den Kopf stellen kann. Und natürlich könnte er eine unverhoffte Hilfe gegen die dunklen Eisfürsten sein. Was habe ich dir gesagt? Sobald sie sich von dem Schock über mein zerfleddertes Äußeres erholt haben, denkt jeder, dass ich sehr nützlich bin. Ich muss zugeben, dass du von großer Hilfe in der Stadt warst. Wenn du nichts Besseres zu tun hast, würde ich es schätzen, wenn du mich begleitest. Ich hoffe, dass der Schock, so wie du es nennst, bei meinen anderen Gefährten nicht zu lange anhält. Aus meiner Sicht wird es nur einen Herzschlag andauern. Solange das meine schlägt, folge ich dir mit größtem Interesse. Okay, ich gehe jetzt. Ich gehe. So ist mit dir, sobald. Einen schönen Tag wünsche ich. Verdächtig. Was ist mit dir? Grüße. Was kann ich für dich tun? Kann ich deine Waren sehen? Kann ich deine Waren sehen? Kann ich da was verkaufen? Ich hab keine Ahnung. Kaufen können wir auf jeden Fall hier Heiltränke und sowas. Wir haben 1400 Gold. Hier aber nochmal, ob es jetzt hier irgendwie noch was Tolles gibt, aber nö. Als Heiltränke und davon kaufen, ne, muss jetzt auch nicht sein. Gut, da haben wir jetzt noch eine Person hier, mit der wir sprechen können, den Wächter. Hallo. Hi. Ist hier jemand vorbeigekommen? Ist hier jemand vorbeigekommen? Jemand ohne Ausweis oder ähnlichem? Außer dir nicht, nein. Gibt es ein Problem? Dein Hauptmann glaubt, dass sich jemand rausschleicht, um mit dem Feind zu sprechen. Ich? Das ist furchtbar. Wer könnte so etwas tun? Aber ich versichere dir, dass niemand hier war. Du solltest das andere Tor prüfen, das beim Söldnerlager. Aha. Und vielleicht haben die Wächter im Nordturm etwas gesehen. Okay. Ich gehe. Ich gehe. Aber wenn sich jetzt hier der Vulkan hier jetzt so vollkommen zum Dämon entwickelt, muss ich da auch so wie so ein Dämon sprechen, so: Ich gehe. Batman geht nach Hause. So, was mit dir hier? Kann ich mit dir reden? Nein, kann ich nicht. Batman kann nicht mit dir reden. So, du bist Falke, du bist der Hauptmann. Du bist ein Penner. Du bist Büffel. Ohne Trüffel. Das ist der,
Vielleicht mit ihm hier nochmal reden. Kann ich dir irgendwie helfen? Hast du gesehen, ob jemand das Lager verlassen hat? Abgesehen von dir, niemanden. Bist du sicher? Das ist wichtig. Sicher. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss Wache halten. Großartig. Nun, ich habe mich weiterentwickelt. Hä? Was sollte denn die letzte Phrase denn? Wahrscheinlich einfach nur ein Bug oder sowas. Egal. Wir gehen jetzt hier Richtung Karaltas. Oder was das da hinten ist. Oder ist das der Nordturm? Ich habe keine Ahnung. Hey, du da! Bam! Ein Schlag. Maximum Damage. Hier war es jetzt nicht ganz so toll. Und wenn man hier das auflädt, ist das auch schon relativ mächtig. Mehr als jetzt hier so das normale Schlagen, würde ich fast behaupten, jetzt so. Na gut, es waren schwache Gegner. Das kann mich da auch täuschen. Hier haben wir nochmal hier so einen Eisblock. Einmal gegentreten zum Öffnen. Nicht die Öffnungsvorrichtung benutzen. Nein, einfach gegentreten. Das ist wie mit einer Tür. So. Ab nach Karaltas. Wir haben ja immerhin hier noch eine Quest zu erledigen. Auch wenn ich den Verräter nicht finde. Irgendwas von Nordturm? Ich habe keine Ahnung, wo da ein Nordturm sein soll. So, ist hier jemand? Mit darüber. Oh. Hier kann man die coolen Wege gehen. Hey! Und bam! Und nochmal! Und nochmal! Geht doch! Oh. Den Moment muss er natürlich explodieren. Hey, du da! Bam! Und wupp dich! Hey, jetzt ist er weg. Und nochmal! Läuft ja im Moment relativ gut, aber sind auch teilweise schwache Gegner. Kann gar nicht anders laufen. Oh, komm schon. So, Schild kaputt hauen oder halt gegentreten. Kennen wir ja alles schon. Natürlich hier auch alles mitnehmen. Alles wichtiger Loot, alles will man haben. Sind auch nochmal. Und dann geht es irgendwo hier hinten dann weiter. Wenn es hier durchgeht. Ja, sieht gut aus. Und hier soll ich hin? Vulkan? Bist du das? Nein. Hilf uns hier rauszukommen. Was ist mit dir, Seewolf? Geh nach Südosten. Dort findest du einen Eingang zum Stützpfeiler. Nimm diesen Durchgang und such dann nach einer Öffnung in der Wand des Cliffs. Der Rest der Kompanie hat sich dort versteckt. Verstanden. Es gibt noch ein Lager mit Gefangenen, drüben im Westen. Keine von unseren Leuten, aber vielleicht sollten wir trotzdem versuchen, die zu... Nein. Sollen wir dir zur Hand gehen? Nein, verschwindet von hier. Gut. Wir sehen uns im Lager. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Genau, denn ich habe meine dämonischen Fähigkeiten. Ich brauche kein Glück. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Hier mal durchzwängen. Erinnert mich an Outlast. Ah, und jetzt haben wir da auch die Nebenquest hier aktiv. Warte mal. Wir haben hier wieder irgendwelche komischen Geistergespenster und was weiß ich nicht alles. Uah, was macht ein Vulkan hier? Tanzt sich hier durch die Gegend, oder was? Und nochmal. Bam. Aua. So viel zu Bam. Hätte man besser machen können. Au. Penner. Oh, dieser scheiß Schemen hier lässt mich nicht. So, der ist weg. Oh, hier, friss das. Und jetzt den. Und ein Feuerball zum Mitnehmen, nicht zum Hieressen. Da hätte ich sie mal mitgenommen. Falsche Taste, aber okay.